Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Goyim, herzlich willkommen zum Kollektivsalon Online-Edition Das Gegenmittel. Mein Name ist Max Czolek, ich bin Kurator der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die vom 3. Oktober bis 9. November im gesamten deutschsprachigen Raum stattgefunden haben. Jüdisch-muslimische Leitkultur, könnten Sie jetzt sagen und meinen, das hätte nichts mit Ihnen zu tun. Insbesondere in Wien, was ja häufig sehr weit entfernt scheint von den Debatten und Diskussionen in Deutschland. Aber weit gefehlt. Und da müssen Sie nicht mal mein Wort für nehmen, sondern Ende September hat ein Investigativteam unseres Fake-News-Kanals Jews News Today erstaunliche Dinge zutage gefördert, die auch Sie in Wien betreffen werden. Wir schauen einmal rein. Die Hinweise auf eine Hegemonie jüdisch-muslimischer Kultur verdichten sich. Doch wie passen sie zusammen? Archäologin Chana Arnik hat eine Ahnung. Allem Anschein nach ist die Erzählung zweier erfolgloser Belagerungen Wiens durch die Osmanen nicht korrekt. In diesem Dokument bedankt sich der österreichische Kaiser Franz Osman I. beim preußischen König Friedrich Schlemihl dem Kurzbeinigen für seine Unterstützung und schickt 10.000 Dönerspieße nach Berlin. Eine willkommene Gabe in der schnell wachsenden Stadt. Preußen verwendete die Schenkung zur Errichtung eines weltberühmten Leitkulturdenkmals. Architektin Aischegül R. Bauer weiß, was sich kaum jemand bewusst macht. So wie Amsterdam auf Holzpfählen errichtet wurde, so wurde die Berliner Museumsinsel auf Dönerspießen gebaut. Was statisch auch wirklich sinnvoll ist, weil Dönerstahl ja sehr viel langlebiger ist als Eichenpfahl. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich, was längst alle wissen könnten. Überall in Berlin haben sich Belege der jüdisch-muslimischen Geschichte Preußens erhalten. Der große Stern mit der Siegessäule in der Mitte, der Berliner S-Bahn-Ring, die Stadtautobahn. Das ist die letzte Ausgabe der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, digital wegen Corona, Sie wissen schon. Den vergangenen Monat sind wir im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs gewesen und wenn ich deutschsprachiger Raum sage, dann meine ich das auch. 12 Städte, 3 Dutzend Veranstaltungen, über 80 KünstlerInnen, DenkerInnen und AktivistInnen. Und da möchte ich einen Dank an all die Leute aussprechen, die das hier möglich gemacht haben. An Tatjana Kirchner für die Pressearbeit, an Luise Wirth für die Social-Media-Arbeit, an Monika Marotta für die Orga. Danke auch allen Kooperationspartnern für die Kooperation. Und natürlich denjenigen hinter den Kameras. Denn so ein Festival zu Zeiten von Corona wäre kaum möglich, ohne den Support von einer Filmcrew und einem Filmer wie Moritz Richard Schmidt, der auch jetzt hinter dieser Kamera sitzt. Moritz, we love you. Für diesen Abschluss haben wir nochmal unser Filmarchiv der letzten Wochen durchforstet. Dabei sind wir auf folgendes Goldstückchen gestoßen, ein echtes Behind the Scenes. Die Aufnahme fand am 26. August statt. Moritz hatte sich gerade zum Dreh der Jews News Today mit Idil Beider getroffen, die Sie aus dem Clip eben als Aischegül R. Bauer wiedererkennen werden. Ich selbst war mit einem Team von Arte unterwegs. Zum Abschluss trafen beide Kamerateams am Bode Museum zusammen. Schauen wir einmal rein. Ach so. Na Gott sei Dank kann ich mich nicht schminken, wo Arte hier ist, weißt du? Man muss sich immer schön machen. Arte, weil es Kunst ist. Kunstfilm. Ja, ist Kunst. Ich fühle mich auch ein bisschen wie diese Deneuve. Bisschen okay. Ja. Ja. Fühlst auch, du dich also, auch? Ich finde es auch so angemessen. Wie diese, wie heißt der kleine Dufini? Bongard. Ja, Bongard. Bongard ist auch nicht schlecht. Bongard. Egal, jemand anders. Ja. Aber dass wir von 2 Kamerateams simultan aufgenommen werden, ist hart. Hab ich so noch nicht erlebt. Noch nicht. Weil jetzt ist Fame. Aus der Bubble in die Charts, sag ich mal. Von Bordstein zur Skyline. Ja. Von hart in die Charts. Ja. Quasi. Ist nicht meins. Ist nicht von wem anders. Aber muss er ja auch nicht so. Making of machen. Making of.
So ach, stehen wir hier an der ja, Ecke. Nee, finde ich gut. Also, es ist, wir freuen uns. Sollen wir was laufen? Oder? Nee, wa? Nee, so reicht jetzt. Ja, super. Ich habe mich ja verweigert ein bisschen, aber bis hierhin bin ich gelaufen. Ah, ja. Aber es hat gereicht, ne? Wo bist du? Das war super. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Goyim, nach dem Dank an das Team, den Dank an die Denkenden. Denn die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur sind ein Festival, was auf dem Denken und der Praxis gleichermaßen beruht. Darum tausend Dank an Nejati Ösiri, Sascha Merner Salzmann, Dennis Utlu, Tobias Herzberg und Corinne Kassner fürs gemeinsame Denken, Konspirieren und Agitieren. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und das gilt auch für die großen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaften, in denen wir leben, derzeit stehen. Und dafür haben wir bei den TDJML eine Faustregel entwickelt, mit der Betonung auf Faust und nicht auf Regel. Denken ohne Handeln ist wirkungslos und Handeln ohne Denken hat keine Orientierung. Und darum schalten wir jetzt direkt in das Podiumsgespräch zwischen Isolde Karim, Naika Furutan und Gudrun Perko. Die drei repräsentieren so etwas wie ein Dreigestirn derzeitiger Pluralismus-Theorien, wobei natürlich auch noch Lea Czolek erwähnt werden sollte. Ohne diese Denkerinnen geht nichts, mit diesen Denkerinnen geht alles. Moderiert wird das Ganze von Julia Alfandari, Programmdirektorin bei Dagesh, jüdische Kunst im Kontext. Und präsentiert wird das Ganze von den Jews News Today. Einen schönen guten Abend. Wir möchten Sie herzlich begrüßen am Burgtheater heute im Rahmen des Kollektivsalons. Wir wollen gemeinsam über radikale Vielfalt sprechen und denken. Zusammen mit mir sind die herausragenden Expertinnen, die sich mit Pluralismus und Vielfalt beschäftigen. Ich darf begrüßen Dr. Isolde Karim. Sie ist Philosophin und Publizistin und hat ein Buch zu Pluralismus veröffentlicht. Professor Dr. Naika Furutan ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik. Sie ist Direktorin für empirische Integrations- und Migrationsforschung und im Gründungsvorstand des Deutschen Zentrums für Integration und Migrationsforschung, dem DZIM. Und zu guter Letzt darf ich Professor Dr. Gudrun Perko herzlich willkommen heißen. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Gender und Diversität und Mediation an der Fachhochschule Potsdam. Sie ist außerdem Mitbegründerin des Instituts Social Justice and Radical Diversity. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf das folgende Gespräch. Frau Furutan, können Sie kurz zusammenfassen, was genau Sie mit das normative Paradoxon meinen? Die Grundthese des Buches ist, dass es in den ganzen Debatten, die wir derzeit führen, gar nicht so sehr um Migration geht, obwohl diese Debatten allgegenwärtig sind. Aber de facto ist meine Hypothese, dass Migration bestimmte Kernthemen überdeckt. Und zwar vor allen Dingen geht es darum, was passiert eigentlich nach der Migration. Also in dieser ganzen Phase der Postmigration, wenn Rechte, Positionen, Privilegien, Sichtbarkeiten ausgehandelt werden, alte Positionen in Frage gestellt werden, Migrantinnen und ihre Nachfahren eben dieses Versprechen der Demokratie für sich in Anspruch nehmen. Und hier entsteht dieser normativ paradoxale Moment, nämlich, dass die Demokratien in modernen, pluralen Gesellschaften in ihren Verfassungen versprechen, dass es so etwas wie einen Gleichheitsgrundsatz gibt. In Deutschland ist dieser Gleichheitsgrundsatz im Artikel 3 der Verfassung angelegt. Kein Mensch darf, so steht es da, aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, seines Geschlechtes etc. benachteiligt werden.
Gleichzeitig sind wir aber alle damit konfrontiert, dass es manifeste, empirisch greifbare Ungleichheiten gibt. Also strukturelle Ungleichheiten, Armut, Bildungsungleichheiten, kulturelle Abwertungen und so weiter. Und durch dieses große Versprechen, an das die Menschen glauben und von dem sie denken, dass sie selbst glaubhafte Vertreterinnen dieses Versprechens sind, wenn diese Menschen dann konfrontiert werden mit der realen Ungleichheit, entsteht ein paradoxaler Moment. Also die Norm und die Realität widersprechen sich. Und das ist im Grunde genommen das, was das normative Paradoxon beschreibt. Und in meinem Buch gehe ich davon aus, und ich bin empirisch forschend. Das heißt, ich führe sehr viele Zahlen in diesem Buch ein, um nachzuweisen, dass es eben einen Widerspruch gibt zwischen dem Glauben an die Demokratie und dem Glauben und dem Selbstbild von diesen Gesellschaften und der gelebten Realität, besonders wie sie sich darstellt für eben migrantische Akteurinnen, die diesen Gleichheitsanspruch auch erheben. Dieser paradoxale Moment führt zu einer Krisenhaftigkeit von Demokratie und letztlich zu einer Infragestellung von Pluralität als Wert an sich. Herzlichen Dank. Ich würde da gleich gerne aufgreifen und weiter mit Frau Dr. Charim machen, denn auch sie beschäftigt sich und legt einen starken Fokus auf den Begriff der Pluralisierung, hat interessanterweise in ihrem Buch auch sehr stark auf mögliche Lösungsansätze gesetzt und einen Fokus drauf gelegt. Ich würde gerne von Ihnen hören, wie genau sehen Sie aus Ihrer Perspektive diese Frage der Pluralisierung, aber auch natürlich diese Frage, wie sich mehr und mehr, was wir oftmals beschreiben als eine De-Demokratisierung, in welchem Verhältnis das steht? Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich einen großen Unterschied mache zwischen einer pluralen und einer pluralisierten Gesellschaft. Denn das, was da passiert ist, es hat sich faktisch etwas ganz langsam verändert und entwickelt. Aber das, was da passiert ist und was heute sozusagen auch ein unhintergehbares Faktum ist, nämlich dass wir in pluralen Gesellschaften leben, das war kein politisches Projekt. Und wir stehen jetzt heute vor der Notwendigkeit, mit einer völlig veränderten Bevölkerungsstruktur zu tun zu haben, ohne dass dieser Veränderung eine politische Intention oder ein politischer Wille vorangegangen ist. Und ich glaube, dass das Problem, also sozusagen, bevor wir noch dazu kommen, dass wir sagen, es ist eine Frage eines demokratischen Defizits, muss man auch sagen, das, was sich völlig verändert hat, und was sich auch noch weiter verändert, ist, dass die kleinste Einheit jeder Demokratie, nämlich das Individuum selbst, plötzlich heute anders verfasst ist. Und ich glaube, das heißt, ich glaube, es ist wichtiger mal zu verstehen, was macht die Pluralisierung eigentlich mit allen Subjekten, die Teil von solchen Gesellschaften sind. Das war sozusagen meine Fragestellung. Also die Frage ist, was verändert sich bei jedem? Und die Behauptung ist, es verändert sich eben nicht nur etwas für die Leute, für die Migranten, die neu dazukommen, sondern auch die bisher bestehende Gesellschaft vollzieht, ob sie es will oder nicht, eine eminente Veränderung. Und es geht darum, diese Veränderung in den Blick zu bekommen. Das heißt, wir sind heute als Subjekte dieser Demokratie einfach veränderte Subjekte und die Art, wie wir uns auf diese Welt beziehen, hat sich verschoben. Und das ist sozusagen der eine Punkt, der eigentlich meiner Meinung nach völlig übersehen wird, nämlich die alten Selbstverständlichkeiten, weil Kultur hat sozusagen die Funktion, Selbstverständlichkeit herzustellen, einen selbstverständlichen Weltzugang. Und diese alten Selbstverständlichkeiten sind in Frage gestellt. Und auf der anderen Seite gibt es nur sehr partiell dieses Engagement oder diese Übernahme, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine veränderte Situation und jetzt lasst uns daraus etwas Politisches machen. Das heißt, wir haben viel stärker den Moment, wo man sagt, es gibt verschiedene Formen der Abwehr der Pluralisierung. Also sozusagen die politische Stoßrichtung oder die politische Bewegung ist viel eher dort zu finden, wo wir Abwehr der Pluralisierung haben, sei es von rechts, sei es aber auch auf Seiten der
sozusagen alles, was sich auf bestehende Identitäten als eine Art Trägheitsmoment und als Einspruch gegen diese Veränderung bezieht. Und ich glaube, ich möchte noch einen Begriff einführen in die Debatte, der jetzt, glaube ich, ganz neu, also sozusagen eine Situation, die sich gerade, wie wir es jetzt auch anhand der Wahlen in den Vereinigten Staaten sehen, ist, dass wir in einem Moment einer Stasis leben. Also einer Spaltung, die nämlich die Abwehrkräfte und die Pluralisierung stehen sich so weit gegenüber, also jene, die da positiv eingestellt sind, dass wir sagen, Stasis heißt Aufruhr und Stillstand zugleich. Es ist wie wenn man sich gegenseitig in Schach halten würde. Das heißt, das ist, glaube ich, im Moment ein wesentlicher Moment der Entwicklung. Also Aufruhr und Stillstand gleichzeitig, ohne dass sich da etwas vorwärts bewegt. Das würde ich mal als erstes hier in die Runde werfen. Bevor ich Frau Dr. Perko noch um ihre Begriffserklärung bitte. Frau Dr. Furutan, Sie haben auch sich sehr viel mit dieser anderen Seite der Münze im Grunde beschäftigt, sprich die sogenannte Dominanz-Mehrheitsgesellschaft und ihre Reaktion auf diese Pluralisierung. Können Sie da noch ein paar Worte ergänzen dazu, wie sich diese Seite der Gesellschaft auch durch diese Pluralisierung verhält, verändern sollte, was da passieren muss? Ja, tatsächlich haben wir Daten erhoben und einen sehr interessanten, im Grunde genommen kontrahypothetischen Befund dort sichtbar gemacht. Und zwar haben wir zeigen können, dass je mehr die Integration im Sinne von der Definition der Gleichstellung voranschreitet, desto schärfer werden die Integrationsdebatten. Ich kann es ein bisschen polemischer formulieren. Es ist nicht mehr so stark die Debatte wie vor 10 Jahren, in der Thilo Sarrazin diesen Einwurf machte, dass man ja im Grunde genommen sehe, dass die ganzen Gemüseverkäufer, die arabischen und diejenigen, die ständig, ich zitiere, neue Kopftuchmädchen produzieren, das Land dazu führen, dass es sich mittelfristig abschaffen würde. Das war lange diese vorherrschende Meinung, da entwickelt sich nichts. Man müsse sozusagen diese Unterschichtung für sich akzeptieren. Es würde im Grunde genommen diese Bildungsferne und Bildungsdesinteresse dazu führen, dass Integration nicht voranschreite. Die empirischen Befunde gehen aber in die andere Richtung, nämlich die Bildungsaufstiege werden immer sichtbarer, die Anforderungen, die Repräsentationslücken zu schließen, werden größer. Sichtbarkeiten im Kultursektor, in den Medien, im Journalismus, in der Wissenschaft von migrantischer Seite nehmen zu. Immer mehr Menschen auch in Alltagsberufen, keine Ahnung, im öffentlich-rechtlichen Nahverkehr, wer hier in Berlin wohnt, wird das wissen, Busfahrerinnen, Tramfahrerinnen, aber auch in der Deutschen Bahn. Also diese Normalisierung des Alltags und die Aufstiege von Migrantinnen nehmen gleichzeitig zu und parallel dazu wird der Integrationsdiskurs immer schärfer. Und wir haben versucht, das mal zu beziffern und zu erfassen und haben ein Konstrukt getestet, das haben wir Outgroup Mobility Threat genannt. Also was passiert eigentlich, wenn ehemals als Outgroup definierte Gruppen in der Gesellschaft aufsteigen? Wird deren Mobilität als Bedrohung wahrgenommen? Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich bei stabilen 30% in Westdeutschland und bei knapp 50% in Ostdeutschland, wir haben Aufstiege von Musliminnen simuliert in empirischen Fragestellungen wie, ich hätte ein ungutes Gefühl, wenn immer mehr Muslime in hohe Positionen auf dem Arbeitsmarkt aufsteigen würden oder wenn muslimische Kinder mehr in Bildung aufsteigen, so geht das zulasten meiner eigenen Bevölkerungsgruppe. Also solche Simulationen.
und haben festgestellt, dass eben, wie ich gerade gesagt habe, stabile 30% in Westdeutschland, knapp 50% in Ostdeutschland diese Aufstiege als Bedrohung empfinden. Und das verschiebt natürlich die Debatten. Und das ist genau das, was im Grunde genommen in der postmigrantischen Gesellschaft passiert, dass das, was Isolde Khadim gerade gesagt hat, nämlich, dass eine unwiederbringbare Veränderung da ist, ohne dass sie zu einem politischen Projekt gemacht wurde. Es ist keine Zielsetzung, kein Leitbild entwickelt worden, wobei ich vielleicht an einem Punkt widersprechen würde und würde sagen, wir könnten auch sagen, das Leitbild ist schon 1949 im Grundgesetz angelegt. Dieses Gleichheitsversprechen Artikel 3 zielt im Grunde genommen als sinnstiftenden Endpunkt auf eine Aushandlung von Gleichheit permanenter Art, also zunächst mal auf Geschlechtergleichheit im Grundgesetz vielleicht fokussiert und später dann von allen anderen marginalisierten Gruppen eingefordert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Stoff für Gesprächsfragen gleich. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne Frau Dr. Perko auch noch bitten, vielleicht etwas über das Konzept der radikalen Diversität zu erzählen. Denn Sie haben ja mit Frau Czolek, Lea Czolek, das Institute Social Justice and Diversity gegründet. Und noch nicht vor allzu langer Zeit ist dieser Zusatz radical da hinzugekommen. Wieso? Und ja, ich persönlich bin an dem Konzept sehr, sehr interessiert und an der Strategie, einfach nur allein aus einer hybriden Minderheitsperspektive heraus, dass innerhalb verschiedener marginalisierten Gruppen genau dieses Konzept nicht richtig angewendet wird. Und da würde ich gerne von Ihnen auch hören, oder es nicht gelebt wird. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, was meinen Sie mit dem Konzept und ja, welche Strategien bietet es uns? Ja, ich versuche das ein bisschen kurz vielleicht zu halten. Wir sind ja quasi eine Art Think Tank bei dem Institut Social Justice and Radical Diversity. Auch Max Czolek ist dabei und Corinne Kastner, Lea Carola Czolek auch. Und wir haben so als Ausgangspunkt, und das knüpft vielleicht an die zwei Kolleginnen auch an, dass wir von einem sehr tiefen Pluralitätsdenken ausgehen und natürlich die Wahrnehmung, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, aber gleichzeitig von Diskriminierungsrealitäten ausgehen, die eingebunden sind in Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Und da sind wir, was Diskriminierungsrealitäten anbelangt, natürlich auch angewiesen auf Forschungen, die empirisch, qualitativ, quantitativ forschen. Im Kontext dieses Ausgangspunktes haben wir mehrere Begriffe geprägt, entwickelt. Der eine ist diskriminierungskritisches Diversity, also beide Begriffe ranken sich um den Begriff Diversity. Und das meint, dass wir ganz klar und vehement strukturelle Diskriminierung im Blick haben. Also weg von dem, was doch viele, viele Jahre auch im Antidiskriminierungskontext im Fokus war, nämlich Alltagsdiskriminierung, dass wir davon ausgehen, strukturelle Diskriminierung zu denken als Verwobenheit von individueller, institutioneller und kultureller Diskriminierung. Und aus dieser Perspektive heraus kamen wir dann auch auf den Begriff Radical Diversity. Der ist nicht so ganz neu. Wir hatten ihn schon früher mal verwendet. Da wurde er noch nicht so vehement aufgenommen wie jetzt. Und das meint so zweierlei. Das meint einerseits eine Gesellschaftsutopie, eine konkrete Utopie zu denken, also quasi eine Vorstellung auch zu beschreiben und zu diskutieren einer Gesellschaft, in der Menschen mit verschiedensten Diversitätskategorien, also quasi in einer radikalen Vielfalt leben können, auch daran teilnehmen können und vor allem auch partizipieren können, also diese Gesellschaft mitgestalten können in den verschiedensten Bereichen und immer natürlich auch mit einer Rahmenbedingung, mit einem Referenzrahmen, ja, also der bis zu einem gewissen Grad aushandelbar ist, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also quasi eine konkrete Gesellschaftsutopie. Gleichzeitig meint der Begriff Radical Diversity eine konkrete kritische Praxis in der Gesellschaft, also quasi, wo es darum geht, homogene Institutionen, Räume,
kulturelle Praxen, Diskurse aufzubrechen. Also quasi eine Pluralisierung da reinzubringen. Und im Kontext dieses Gedankens haben wir verschiedenste Handlungs- und Veränderungsstrategien, die uns sehr wichtig ist. Also eines zum Beispiel ist das Verbündetsein. Da haben wir so ein extra Konzept entwickelt, also wo wir sagen, das ist so eine spezifische Form der Solidarität, wo nicht das eigene Ich ins Zentrum gestellt wird, sondern wo es sozusagen verbündete Maßnahmen oder Verbündetsein gibt in Bezug auf Menschen, die nicht die gleichen Identitätskategorien haben müssen, wie ich sie habe. Also als Beispiel wäre, wenn ich als Professorin an einer Hochschule arbeite, dass ich explizit da unterstütze, wo Menschen nicht diese Position erreichen können aufgrund von Diskriminierungsrealitäten. Das wäre so ein Beispiel dafür. Bündnisse schüren wir natürlich auch ganz vehement, aber ich glaube, da sind wir wahrlich nicht die Einzigen. Und das ist vielleicht das, was Sie gemeint haben, wo Radical Diversity auch innerhalb von Gruppen, von Communities, die von Diskriminierung getroffen sind, nicht immer aufgenommen werden. Also vielleicht können wir nachher zu Bündnissen auch noch mehr sagen. Und was mir sehr wichtig ist, auch so dieses als Veränderungshandlungsstrategie, wir haben das genannt Pluralisierung polarisierenden Denkens. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, quasi in verschiedensten Kontexten, ob das Wissenschaft ist, Kunst, Kultur ist und so weiter, immer wieder diese normative Logik aufzubrechen. Also immer wieder polarisierendes Denken aufzubrechen, insofern das ganz vielem zugrunde liegt. Also man kann sagen, Rassismus basiert darauf, Sexismus, Antisemitismus und so weiter. Ja, auch mit der Herstellung des Anderen, der Begriff des Othering ist bekannt, also zum Anderen zu machen im negativen Sinne. Ich denke, prominentes Beispiel in Europa sind nach wie vor Roma zum Beispiel, die seit Hunderten von Jahren immer wieder als die Anderen konstruiert werden und Gewalt ausgesetzt sind und so weiter. Ich glaube, da wäre auch die Frage Halle, Hanau, Dresden und natürlich auch gerade das Attentat in Wien, wo wir diese Pluralisierung polarisierenden Denkens wirklich auch im Kontext von Bündnissen schüren müssen, damit eben nicht dieses allgemeine Bild entsteht. Ja, so nach dem Motto, alle muslimische Menschen werden dann als negativ andere konstruiert. Ja, ich kann jetzt auch noch mehrere Veränderungs- und Handlungsstrategien nennen, aber vielleicht dann doch lieber nachher in der Diskussion. Das heißt, so insgesamt geht es uns darum, um noch vielleicht einen Satz zu sagen, dass wir zunehmend darauf fokussieren, dass wir agieren, dass wir handeln, dass wir sprechhandeln und dass wir nicht nur reagieren. Also quasi immer auch uns zu überlegen, wovon wir frei sein wollen, sondern auch wofür. Und ich glaube, da ist der Begriff der wehrhaften Demokratie auch zentral, wo es de facto im öffentlich-politischen Raum auch Rahmenbedingungen geben muss, und um überhaupt zu einer pluralen Demokratie als lebbare Demokratie ohne Gewalt, ohne Extremismen, damit man zu dem überhaupt kommen kann. Also quasi einen öffentlichen Raum zu gestalten, der für alle da ist. Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo wir sagen, also Extremismus kann in diesem Raum keinen Platz haben. Ob das Rechtsextremismus oder Islamismus ist, kann in diesem Raum keinen Platz haben. Das heißt, letzter Satz, Pluralität denken wir immer mit einem Referenzrahmen, wenn man so mag, oder mit Rahmenbedingungen und nicht als Beliebigkeit. Ne? Also nicht als einen Begriff, wo wir sagen, alle können tun, was sie wollen. Kann ich dazu was sagen? Ja. Ich würde gerne auf meine beiden Vorrednerinnen Bezug nehmen. Also zuerst einmal, was Frau Vorotan gesagt hat, dass man eigentlich schon 49 eigentlich dieses Konzept der Gleichstellung hatten. Ich glaube, man muss verstehen, dass diese Begriffe, mit denen wir bisher Demokratie gedacht haben, immer im nationalen Rahmen
auf den nationalen Rahmen zugeschnitten und dieser war weitgehend homogen. Es war eine Gesellschaft der Ähnlichen. Und es ist sozusagen, es ist so wie sie, der Universalismus, der sich sozusagen drin ausdrückt, der ist ja eigentlich ein verkappter Partikularismus. Ja, der war sozusagen immer verkleidet in dem, dass man gesagt hat, Gleichstellung, ohne dazu zu sagen, Gleichstellung heißt Gleichstellung der Ähnlichen. Ja, das ist das, was sozusagen jetzt deutlich wird und was aufbricht. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, was Frau Perker gesagt hat, dass sie gesagt hat, der Extremismus hat in der Pluralisierung, wenn man sie jetzt sozusagen gestalten will und nicht nur als Faktum übernimmt, sondern wenn man sagt, man möchte das jetzt aktiv betreiben, hat der Extremismus keinen Raum. Da haben wir auch zum Beispiel in der Situation jetzt in Frankreich, man sieht plötzlich, dass auch der Säkularismus, wie er in Frankreich gehandhabt wird, keine Handhabe und keinen Umgang hat für eine massiv heterogene Gesellschaft und dass plötzlich wir auch in der Situation sind, dass wir das, was wir als universale Kategorien versuchen geltend zu machen, dass die plötzlich gezwungen werden, parteiisch zu sein, Partei zu ergreifen, dass sie gezwungen werden, eigentlich auch etwas Partikulares auszudrücken. Und das ist, glaube ich, die Pattsituation, in der wir derzeit stehen. Gut, ich glaube, das erste Kommentar ging auf Frau Furutan. Wollen Sie darauf reagieren? Oder? Ja, gerne, weil ich glaube, dass in manchen Punkten sind wir gar nicht so modern oder postmodern, wie wir glauben. Mhm. Vieles von dem, was wir als radikal neu denken, ist schon gedacht worden. Und tatsächlich würde ich darauf beharren, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 auf eine sehr utopische Pluralität hingeschrieben haben. Diese Festsetzung, man kann im Grunde genommen sagen, das deutsche Grundgesetz fußt auf Pluralität und auf im Grunde genommen den Trümmern der Homogenität. Es ist ja nicht in einem zeitgeschichtlichen Moment entstanden, der die Trümmer der Homogenität nicht wahrgenommen hat, sondern es ist im Schrecken der Homogenisierung entstanden und dementsprechend auf eine radikale Diversität hingeschrieben worden. Also die ganzen Vorstellungen von Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, der erste Grundsatz, dass sozusagen grundsätzliche Setzung des Menschen in den Mittelpunkt, der nicht angreifbar gemacht werden soll, ist ja auch nicht auf Mann und Frau geschrieben, sondern auf die Würde jedes Menschen, die unantastbar sein sollte in Zukunft. Natürlich ist das ein normativer Grundsatz und natürlich wissen wir ganz genau, dass als Artikel 3 auf die Gleichheit von Mann und Frau hin gesetzt wurde, dennoch bis in die Mitte der 70er Jahre hinein die Frauen in Deutschland ihre Männer fragen mussten, ob sie zur Arbeit gehen dürfen. Das heißt, ein normativer Grundsatz führt noch nicht eine empirische Realität mit sich. Es ist zunächst mal ein Versprechen und dieses Versprechen wird dann von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehandelt, teilweise in hochkonfliktiver Form. Und dennoch glaube ich, dass wir jetzt für diese Sachen vielleicht Begrifflichkeiten neu setzen. Aber manchmal ist man sehr überrascht, tatsächlich hineinzublicken, wie viele Momente historisch schon mal irgendwann da waren, an die wir auch anschließen können. Ich gebe das Wort gleich an Frau Perko weiter, um auf das zweite Kommentar zu reagieren. Ich habe schon gesehen, Sie waren, Sie waren sehr feurig drauf. Ja, ich denke auch, dass dieses, also einerseits, wenn man jetzt vom deutschen Grundgesetz oder der Verfassung oder so ausgeht, dass es sozusagen, würde ich Ihnen völlig recht geben und dass es quasi auch ja einen Pluralitätsgedanken hat. Gleichzeitig, wenn man jetzt nicht von festgezurrten Ideologien spricht oder von Extremismus spricht, wenn man jetzt nur als ein Beispiel die Frage von Gender herausnimmt, ist natürlich ganz lange nicht eine Gendervielfalt gedacht gewesen, sondern quasi eine
also in der Realität, in der Umsetzung, wenn ich jetzt an Gender Mainstreaming und so weiter denke, sondern an Mann-Frau gedacht worden. Also da glaube ich, ungeachtet der Frage, was machen wir mit dem, mit der Tatsache, dass es Extremismus gibt, dass es Gewalttätigkeit gibt, natürlich auch da ganz viele Sachen, die getan werden mussten und auch getan wurden und gefordert wurden und gelebt wurden. Das, was mich umtreibt und was uns vielleicht in dem Konzept Social Justice and Radical Diversity auch umtreibt, ist immer auch dieser Gegensatz hin zu Extremismus, zu festgezurrten Ideologien, wo wir merken, da ist sozusagen ein Stopp im Sinne des Gespräches. Da können wir mit althergebrachten Konzepten wie Aufklärung oder die Pädagogisierung ja gar nichts mehr anfangen. Also wo ich sage, Pädagogisierung nützt hier gar nichts. Also dieses, ich meine jetzt damit so, wir machen ein Anti-Gewalttraining oder wir verstehen Täter, TäterInnen oder versuchen sie zu verstehen. Da ist sozusagen Stopp und gleichzeitig, so mein Eindruck, werden wir allesamt immer mehr dahin fast schon gezwungen, polarisierend zu denken. Also entweder bin ich für etwas oder ich bin gegen etwas. Und eine Art der Komplexität, eine Sache zu betrachten, zu bedenken, geht zunehmend verloren. Auch das ist nichts Neues. Aber es verschärft sich meines Erachtens und auch bei politischen Geschehnissen der letzten Zeit merkt man das. Und das ist so der Punkt, wo wir ganz, ganz vehement zwei Momente entgegensetzen möchten, ungeachtet dessen, ob das die Realität tatsächlich dann verändert. Da bleibt vielleicht die Hoffnung oder die Vorstellung davon, nämlich die Pluralisierung und auch die Pluralisierung im Denken und im Handeln. Das betrifft Bündnisse, wenn ich auf der Handlungsebene bin. Das betrifft das Konzept des Verbündetseins, wenn ich auf der Handlungsebene bin. Und das betrifft ganz vehement auch ich würde sagen, die Ebene des Denkens. Darum finde ich Theater so wichtig, Diskussionen im Theater. Ich glaube, Theater hat auch eine sehr wichtige Rolle. Oder eben auch alle Publikationen, die diesbezüglich zumindest darum ringen, wie kann man sich das vorstellen. Also die Pluralisierung dessen, was zunehmend in dieser dichotomen oder polarisierenden Art und Weise versucht wird, auch kaputt zu machen zum Teil. Super, ich möchte das Thema weiterbringen und sehr gerne später auch nochmal auf den Begriff der Stasis oder Stasis, wie Sie es vorhin genannt haben, zurückkommen und auch wissen, wie wir da herauskommen könnten, eventuell auch über, sagen wir, unorthodoxe Mittel vielleicht. Ich wollte aber, Sie haben alle drei, auch in Ihren Theorien schreiben Sie eben da sehr viel über auf Pluralität auf einer institutionellen Ebene und wie der Staat, wie verschiedene Strukturen etc. Teilweise nicht so pluralisiert sind, wie sie sein sollten, um die Gesellschaft auch gerecht wiederzuspiegeln. Aber was ich heraushöre und was wir wahrscheinlich auch alle aus der Praxis wissen und sehen, es fehlt sowas wie ein normativer Wandel, also in den Köpfen ist es einfach nicht drinnen. Und da frage ich mich, ob eine Pluralisierung wirklich so funktioniert, wie Sie sie auch gerade beschrieben haben im Idealfall, Frau Pöck, wenn diese Offenheit unter der Menschheit nicht da ist, in der Gesellschaft nicht da ist, weil sie sich ja angegriffen fühlt und das ja oftmals mit einer Vehemenz diese Frage von Vielfalt auch von oben herab auch im Grunde über Social Media, über verschiedene Programme etc. Also wir sehen es ja eigentlich auf verschiedenen Ebenen, dass wir demokratischer, vielfältiger etc. sein sollten, es aber nicht so wirklich im Denken und Handeln sind. Tatsächlich sind wir es, aber nicht so richtig im Denken und Handeln und die Gesellschaft spaltet sich in verschiedene Teile. Jetzt wollte ich fragen, wir haben Wien jetzt schon öfters, wurde angesprochen, Halle wurde genannt, Hanau auch und wir hatten vorab kurz über die Situation in Wien gesprochen und über diesen Paradox mit zwei türkischstämmigen Männern, die
den Polizisten, den angeschossenen Polizisten quasi rausgeholfen haben oder ihn, Moment einmal, so, ihm geholfen haben, regelrechtes Leben gerettet haben. Das ist ein ganzes Paradox in dem Ganzen, ganze Sache in Wien, was sie passiert ist, aber auch Halle und Hanau aus ihrer Perspektive mit ihren Ansätzen, wie, wo würden Sie da diesen Pluralismusansatz einbetten? Ist es dann als erfolglos, erfolgreich? Wo könnten wir ansetzen? Wo würden Sie das kontextualisieren, besonders jetzt mit Hinsicht auf die letzten Ereignisse in Wien auch? Frau Harim, wollen Sie gleich anfangen als Wienerin? Moment, 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 man kann Sie nicht hören. Sie müssen sich... Geht's jetzt? Hallo, ja. Jetzt geht's, hören Sie mich? Genau. Okay, naja, es ist eine merkwürdige Frage nach der Pluralisierung, sozusagen ein paar Tage nach dem, was in Wien passiert ist. Ich denke, aber die Geschichte, die Sie angesprochen haben mit diesen zwei Männern, die so gefeiert wurden, weil sie nämlich nicht nur, weil sie den Polizisten gerettet haben, sie haben auch eine Frau gerettet oder verhindert, dass sie in das hineinläuft, in das Geschehen hineinläuft, sondern man hat gesagt, das sind migrantische Helfer. Also es gab sozusagen diesen Wunsch und diese Sehnsucht, diese guten Migranten zu haben, die man genau angesichts dieses Terrorattentats und dieses Schreckens dagegen halten kann. Und dann hat sich plötzlich herausgestellt, dass die eigentlich gar nicht die ideale Besetzung für diese Rolle des guten Migranten sind, weil sie selber zwiespältige Posts auf Facebook abgesetzt haben, weil sie den Gruß der Grauen Wölfe gemacht haben, weil sie dann einen Anruf von Präsident Erdogan bekommen haben, der ihnen gesagt hat, er weiß, dass es schwierig ist, in Österreich als Moslem zu leben. Also es ging gar nicht sozusagen darum, dass es eigentlich schlimm ist, dass es gerade das Attentat gab, sondern dass es also sozusagen diese Art von auch Anfeuerung. Und da hat plötzlich alle Seiten waren plötzlich ratlos. Also es ist nämlich sehr interessant, Frau Perko hat vorher gesagt, ja, es geht jetzt darum, dass man nicht sagt nach so einem Attentat, dass man ein negatives Bild des anderen aller Muslime konstruiert. Aber nicht einmal die konservative ÖVP, nicht einmal der konservative österreichische Bundeskanzler hat in der Situation diese Art von Diskurs geführt. Es war wirklich erstaunlich, aber er hat von Anfang an gesagt, das ist keine Auseinandersetzung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, das ist eine Auseinandersetzung zwischen Leuten, die Frieden wollen und solche, die das nicht wollen. Also das heißt, das hat gar nicht stattgefunden und trotzdem gab es diese Sehnsucht nach dem guten Migranten, die eigentlich nicht erfüllt wurde oder sehr zwiespältig oder immer in dieser Ambivalenz geblieben ist. Frau Dr. Furutan, wollen Sie was zu den letzten Ereignissen in Wien, Nizza, generell auch Hanau, Halle, die Rückblick der letzten 12 Monate, vielleicht sogar auch mit Blick auf die Corona-Situation und die Verschwörungsmythologien vielleicht, die auch in Deutschland sehr stark passieren? Ja, gerne. Ich würde aber gerne auch noch den letzten Punkt von Frau Khalim aufnehmen. Und zwar, ich denke, dass wir wahrscheinlich von diesem Begriff der Pluralisierung nochmal einen Schritt weitergehen müssen in den letzten Begriff, der angeboten wurde, nämlich tatsächlich in den Zustand der Ambivalenz. Und dass wir wahrscheinlich diese Ambivalenz als Signatur unserer Zeit definieren müssten und weniger die Pluralisierung. Denn tatsächlich können wir rückwirkend immer wieder Hinweise dafür finden, dass Gesellschaften schon immer radikal pluralisiert waren. Die Vielfalt der Geschlechter, die wir heute benennen, Sie haben es eben schon gesagt, Frau Perko, die war ja schon immer da, nur dass wir heute dafür Namen haben. Oder auch die Vielfalt von
ethnischen Zusammenkünften haben wir in vielen, vielen Völkerstaaten schon längst gehabt, deutlich mehr als heute in unseren Benennungsformen. Wir benennen sie nur heute eben stärker. Und aber die, insofern würde ich doch mehr auf diesen Ambivalenzmoment eingehen, der wahrscheinlich die stärkere Herausforderung ist als die Pluralität. Denn genau in diesem Nebeneinanderbestehen von Dingen, die sich letztlich ausschließen, entsteht dieser Zustand der Überforderung. Wir feiern Helden und wenn wir reinzoomen in die Helden, können wir uns gar nicht hinter sie stellen. Wir haben das übrigens auch mit Opfern. Ja? Also in Hanau gab es eine große Debatte darum, dass eines der Opfer mit der gesamten Familienstruktur Angehöriger der Grauen Wölfe war. Und dann die Frage, ob diese Menschen dann überhaupt die Opferschaft verdient hätten. Das sind natürlich ganz existenzielle Fragen, die uns hier umtreiben. Und genauso geht es um diese Ambivalenz und im Grunde genommen die Ambiguität der Gleichzeitigkeit. Wie diskutieren wir über Islamismus und gleichzeitig im Bewusstsein, dass europäische Gesellschaften von einer massiven Muslimfeindlichkeit geprägt sind und beides gleichzeitig nebeneinander Bestand hat. Und immer dieser Moment, dieser apologetische Moment besteht, dass im Benennen des einen der Vorwurf entsteht, man würde das andere ausblenden. Denjenigen, die sich jetzt kritisch in die Debatte einblenden, wird vorgeworfen, dass sie nur im Grunde genommen eine Verstumpfung des Muslimdiskurses, islamischen Diskurses herbeiführen, weil sie ausschließlich auf Islamismus blicken und den anderen wird vorgeworfen, die Gefahren auszublenden. Und in dieser Pattsituation kommen wir nicht weiter voran. Es fehlt also offensichtlich dann doch an einer Vielstimmigkeit im Diskurs, an diesen moderierenden Momenten, wobei das natürlich auch oft dann irgendwie sowas Beliebiges hat. Wenn man sagt, ich verstehe dich, ich verstehe aber auch dich, kann man natürlich gar nicht so Diskursmotor sein. Wahrscheinlich besteht unsere Gesellschaft auch darin, aus den Polen heraus zu diskutieren. Das ist ja auch ein dialektisches Prinzip letztlich. Darin sind wir ja alle geschult, an der Dialektik uns zu reiben, um nachher eine Synthese zu finden. In der Tat sind wir im Moment, sehen wir, dass wir haben von hier aus Deutschland zur Kenntnis genommen, dass in Österreich die politische Spitze sich zunächst sehr progressiv positioniert hat und tatsächlich genau diesem Impuls nicht nachgegeben hat, einen Diskurs der bösen Muslime, die das Land von unten unterwandern, zu führen. Allerdings ist das auf einem kognitiven Level eher passiert, weil heute schon die ersten Zitate kamen von Herrn Kurz, man dürfe sich keiner falsch verstandenen Toleranz hingeben, was letztlich nichts anderes ist, als letztlich zu sagen, am Ende darf man diese Religion nicht möglicherweise tolerieren. Ich unterstelle ihm das gar nicht. Ich glaube nur, dass das dann so archaische Rituale sind, in die man dann wieder zurückfällt, wenn dieser Faktor Pluralität nicht wirklich verinnerlicht ist. Und es ist eine große Herausforderung, die jedem von uns begegnet, das zu verinnerlichen. Es ist nicht einfach, will ich damit sagen. Und ich habe jetzt Ihre Frage nicht beantwortet, wenn ich sie nur mit einem Strang durchziehe. Wir haben jetzt von Halle, Hanau bis Wien und Nizza und ich würde gerne Avignon auch noch mit reinnehmen, obwohl wir davon sehr wenig hören, tatsächlich festgestellt, dass wir rechtsextremistisch, antisemitisch, islamistisch ganz unterschiedliche Formationen des Terrors erlebt haben, die uns als Gesellschaft hier herausfordern. Und ich denke, so dieser neue Moment ist gerade die Analogie dazwischen offensiver nach vorne zu heben, zwischen diesen terroristischen oder vereinheitlichenden Motiven. Super, herzlichen Dank. Sehr spannend, was Sie sagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was mich besonders interessiert, weil diese Vielstimmigkeit der Zwischenräume fehlt ein bisschen. Sie sagten, es gibt entweder das oder das. Und wenn man alles, was dazwischen ist, wie Sie sagten, wenn man sich zu sehr auf eine Seite schlägt, dann wird man von der anderen Seite angegriffen und vice versa. Da ist natürlich die Frage, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Michael Rothbergs Konzept in Implicated Subject
Und da ist natürlich diese Frage von, wenn wir weniger von Schuld oder Opfer und Täter sprechen in der Hinsicht, sondern mehr von Verantwortung, die natürlich auch komplex ist. Mich würde tatsächlich interessieren, wie wir genau diesen Gap oder diese Leerstelle, die Sie auch gerade angesprochen haben, und auch Sie, Frau Perko, wie man diese Leerstelle füllen kann von wir wollen aber unsere Gegenwart neu gestalten. Wir sehen all diese Probleme und es, diese Ambiguität und die Ambivalenz wird ja immer stärker und die Spaltung immer offensichtlicher. Es ist ganz interessant, dass viele, mit denen ich aus Wien gesprochen habe, besonders mit Migrationsgeschichte oder aus marginalisierten Gruppen, sagten zum Beispiel auch, das, was in Wien passiert ist, warum die Regierung so gehandelt hat, warum die Politiker so gehandelt haben, ist nicht, weil sie, wie sie sagten, verinnerlicht haben, sondern sie haben gelernt, sie dürfen das nicht so sagen. Wir sind eine offene Gesellschaft, deswegen müssen wir sagen, es sind nicht die bösen Muslime etc. Und es ist interessant, was jetzt natürlich in den Tagen danach passiert und wie sich dann diese Binarität oder diese Ambivalenz oder diese Schuldgruppenzuschreibung dann doch wieder offenbart. Frau Perko, würden Sie da noch gerne was dazu sagen, zu dieser Kontextualisierung, bevor wir wirklich in eine, ich möchte diese Diskussion mehr in eine Lösung oder Lösungsansätze in diese Problematik. Ich würde gerne also zwei Sachen sagen. Also das, und vielleicht auch, weil es ja immer wieder auch darum geht, dass wir auch zunehmend eine Streitkultur vielleicht auch vermissen. Ja? Zu Ihnen, Frau Forotan, Sie sagten ja, Pluralität war immer schon da. Da würde ich sagen, ja, das stimmt. Also Sie hatten das Beispiel Gendervielfalt. Aber es war nicht Pluralität in dem Sinne bei diesem Beispiel, bei Menschen, die lesbisch sind, schwul sind, transgender sind und so weiter, in dem Sinn da, als sie tatsächlich damit leben konnten in der Öffentlichkeit. Also insofern widerspreche ich da. Es war sehr gewaltvoll, es gab Gesetze, die da ziemlich, also mit hohen Strafen und so weiter, was wir auch weltweit nach wie vor sehen. Das heißt, Pluralität im Sinne dessen, dass Menschen je unterschiedlich, in dem Fall sexuelles Begehren oder sexuelles Dasein oder Identität gelebt haben, das war da. Aber es war keine plurale Gesellschaft, die es ermöglicht hätte, das da tatsächlich zu leben. Und ich denke, das ist ja die Gefahr, die wir aufgrund von Rechtsextremismus, aufgrund vom politischen Islam, aufgrund von orthodoxen, wenn wir in Österreich sind, katholischer Kirche und so weiter, das ist ja wieder in Gefahr. Oder wenn wir nach Polen hin also schauen, Frage der Abtreibung und so weiter. Also da würde ich Ihnen dann widersprechen. Widersprechen würde ich auch. Mir geht es nicht um die Dialektik. Ich habe die zwar auch gelernt, aber bei einem Pluralitätsansatz geht es nicht darum, dass wir gemeinsam eine Synthese bilden. Es geht ja auch darum, dass wir sozusagen vielfältige Perspektiven eingebettet in Referenzrahmen, in Rahmenbedingungen bestehen lassen, ohne immer auf eine Synthese zu kommen. Und noch eins zu Isolde Charim. Ich würde Ihnen völlig recht geben, was Sie gesagt haben. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema in Bezug auf die zwei jungen Männer in Wien, die einen Polizisten gerettet haben. Dieses Bild des guten Migranten, ja, was sozusagen in den Köpfen ganz schnell da ist und dann stellt sich heraus, vielleicht sind die doch nicht so gut, dass diese Verankerung hängt natürlich mit dem Integrationsdiskurs zusammen und so weiter, ja an sich ja schon also eigentümlich ist oder auch wenn man von einem Paradoxon da spricht, dass genau diese zwei jungen Männer diesen Polizisten gerettet haben. Ich habe das aus Berlin verfolgt. Ich dachte mir zunächst, es sind zwei junge Männer, die einen Polizisten gerettet haben. Punkt. Also ohne Zuordnung, ob das jetzt Migranten, Migrantinnen sind. Und von daher nahm ich natürlich dieses, es geht in dem Diskurs auch darum, jetzt nicht alle Menschen, die als Migranten, Migrantinnen auch konstruiert werden, zu
Bösen zu machen. Also ich gebe Ihnen völlig recht, dass es um die Frage des guten und des bösen Migranten in dem Fall ging. Darf ich was dazu sagen? Also. Sehr gerne. Ich würde aber, ja, bitte kurz halten jedoch, aber sehr, sehr gerne. Ja, nur kurz noch, ich möchte auch noch auf das zurückkommen, was Frau Vogtmann gesagt hat. Es stimmt natürlich, ich bin auch in Ihrer Meinung, Pluralisierung gab es immer schon, aber wir hatten früher eine unangefochtene Hegemonie. Also wir hatten eine unangefochten hegemoniale Kultur und diese Kultur, hegemoniale Kultur war homogen und die war geprägt durch die Homogenität. Und das haben wir heute in der Form nicht mehr. Aus dem entstehen ja auch ganz viele Auseinandersetzungen und Reibungen und Konflikte, weil sie nämlich in Frage gestellt wurde. Das heißt, die Pluralisierung hat heute einen anderen Stellenwert oder sie findet sozusagen auch auf einer anderen Ebene statt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass es um Ambivalenz geht. Das teile ich völlig, aber ich denke, wir sind gerade in dem Moment, gerade mit all den Beispielen, die Sie genannt haben, wir sind im Moment an einer Pattstellung angelangt zwischen Kräften der Pluralisierung und zwischen antipluralistischen oder Abwehr der Pluralisierung, und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, diese Ambivalenz, die findet nirgends statt, auch wenn sie eigentlich sozusagen uns abverlangt wäre und obwohl sie eigentlich das, also Sie haben doch gesagt, das ist eine Zumutung, da bin ich ganz bei Ihnen. Und der dritte Punkt, dann bin ich schon fertig, ist, Frau Perke, Sie haben gerade die Streitkultur angesprochen. Das waren sozusagen lange das, woran wir uns gehalten haben. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt keine idyllischen Bilder einer harmonischen Gesellschaft. Wir brauchen eine Streitkultur, wir brauchen das Aushandeln von neuen Identitäten, von neuen Partizipationsformen, die Ausdehnung des Rahmens, wer dazugehört und wer nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der Pattsituation, in der wir heute sind, immer weniger dazu kommen, dass das überhaupt möglich ist, dieses Aushandeln, durch die Polarisierung, die entsteht. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich ein Ausweg. Aber ich möchte gleich mit Ihnen weitermachen und gleich hinterher fragen. Auch wenn wir historisch schauen, ich meine, ich gehöre zu der jüngeren Generation an und wir beschäftigen uns natürlich auch mit der wie können wir die Gegenwart neu gestalten, aber wie können auch eine Utopie, also wie kann die Zukunft aussehen? Wir sind ja auch zukunftsgewandt und da müssen wir ganz viel natürlich auf die Vergangenheit schauen. Ich würde sagen, da ist ein Generationsbruch generell da von Leuten, die was neu mitgestalten wollen, dass wir vergessen, auf welchen Privilegien wir eigentlich agieren und handeln und denken und machen können, dass das Ganze eine Historie hat. Wenn wir, Sie selbst sind ja am Burgtheater tätig und moderieren dort eine Diskursreihe. Wo sehen Sie, Sie hatten von der Stasis, von einer Stasis geredet, die Ambivalenzmomente wurden auch genannt. Wo spielt Kunst und Kultur da als eine Möglichkeit, als ein Lösungsansatz? Und wenn wir auch historisch schauen, was hat funktioniert? Haben Sie da, wo sagen Sie, da könnten wir drauf aufbauen, das könnten wir in dem Sinne reappropriaten und in den gegenwärtigen Kontext setzen? Also ich glaube, dass ganz knapp gesagt alle Formate vielleicht wichtig sind, die eben so eine Streitkultur oder Artikulation von Dissens möglich machen. Also das geht von beginnt mit Schlingensief, das geht weiter über, wenn Milo Rau Tribunale macht. Also all diese Formen, wo eigentlich verhandelt wird, wo diese Positionen verhandelt werden. Ich meine, ich glaube nicht, dass man es überbewerten darf. Ich bin da wirklich sehr skeptisch, aber ich denke, das ist sozusagen, wenn es etwas gibt, Diskursformate, ja, begrenzt, natürlich hat das alles eine Wirkung, aber ich glaube, es ist im Moment vielleicht, also ich würde sagen, alles, wo man diese Streitkultur in irgendeiner Form oder irgendwie kanalisiert oder nochmal überhaupt möglich macht, ich glaube, das ist, wäre vielleicht der einzige Ausblick, den ich geben könnte. Die jüdisch-muslimischen Leitkultur, die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, das Konzept, wäre das eine Möglichkeit? Was halten Sie von dem Konzept? Ich finde es schön, weil es ironisch ist. Ich finde es schön, weil es alle involvierten Begriffe
ironisiert und in Frage stellt. Ich finde, es gibt wahrscheinlich wenig Bereiche, wo Ironie gesellschaftlich derzeit greift. Aber ich finde es schön, wenn man mit so einer Art der Trotzdem-Geste da herangeht. Frau Dr. Porozan, was denken Sie, wenn Sie den Begriff jüdisch-muslimische Leitkultur hören und in welchem Verhältnis steht es? Steht das Konzept mit der postmigrantischen Gesellschaft? Also ich glaube, wenn wir dieses Panel beenden wollen mit der Vorstellung der Frage, was können wir tun und in welche Richtung müssten wir Gesellschaft denken oder Machbarkeiten denken, um nicht immer nur aus dieser Defensive heraus zu handeln, dann glaube ich persönlich sehr stark an das Konzept der Allianz. Und so lese ich auch dieses Konstrukt jüdisch-muslimische Leitkultur. Und ich glaube natürlich sehr, dass es so etwas wie niedere Instinkte gibt, die erstmal so einen erlösenden Moment erzeugen. Und das spürt jeder von uns zu jedem Moment. Ich kann zum Beispiel durchaus sagen, dass ich auch zu dieser Riege der Menschen gehört habe, die einen ganz erlösenden Punkt da drin gesehen haben, dass diese Helden von Wien jetzt Muslime waren, weil ich natürlich selber dann, das ist einfach so, man auf einem ersten emotionalen Moment spürt man das und dann ist man in der Lage, das kognitiv zu dekonstruieren und sich selber zu sagen, was ist das denn für ein schnödes Gefühl? Das stimmt natürlich nicht und es ist natürlich richtig, dass man nicht nach richtigen und falschen und schauen kann, guten Migranten und schlechten Migranten, aber trotzdem ist man im ersten Moment da, genauso wie man sich im ersten Moment auch, keine Ahnung, weint bei irgendwelchen romantischen Filmen, die man danach als sexistisch dekonstruiert. So ist das und ich glaube, dass das im Grunde genommen, das führt jetzt in eine ganz andere Debatte, aber dieses Phänomen von rechts und links und der großen Spaltung da drin, es kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass aus der progressiven Linken heraus immer ein Korrektiv im Kopf ist, während dieser Drall nach rechts genau daher kommt, dass die Menschen dann plötzlich alles wieder machen können. Ja, sie können am Tisch sitzen und laut rülpsen und sich dabei auch noch so fühlen, als wären sie jetzt im Recht, das endlich machen zu dürfen. Und so ist im Grunde genommen die Normverschiebung, mit der man es zu tun hat, wenn die anderen dann so irritiert schauen, haben die anderen einen Erleichterungsmoment. Und so ist vielleicht, kann ich da anschließen, ist natürlich dieser jüdisch-muslimische Leitkultur ein Moment, jetzt zeigen wir es aber den anderen, wir tun uns jetzt zusammen, die Underdogs schließen sich zusammen gegen den Hegemon. Und nachher schaut man natürlich und zoomt da rein und sieht, in den eigenen Gruppen gibt es aber ganz viele Menschen, mit denen will man sich überhaupt nicht identifizieren. Und die sind ferner als jeder andere. Und da ist einem doch der nicht-migrantische, westliche, alte weiße Mann vielleicht in der Position deutlich näher als irgendein muslimischer Frau. Und so verschieben sich natürlich dann wieder Allianzen, aber in diesem strategischen Essentialismus funktioniert es natürlich. Und dann will ich dazu sagen, dass ich genau just gerade aus dem Moment komme, dazu ein Buch geschrieben zu haben mit meiner Kollegin Jana Hensel, die Journalistin ist. Und wir haben ein Buch geschrieben, wo wir ostdeutsche und migrantische Perspektiven zusammenführen und darin auch so einen ganz gewinnbringenden Moment einer Allianz verspüren. Und das Buch ist gerade erschienen, das heißt Die Gesellschaft der Anderen. Aber natürlich bringen wir diese Dekonstruktion mit ein, da auch die Frage zu stellen, funktioniert das eigentlich, wenn zwei marginalisierte Gruppen sich zusammenschließen? Am Ende des Tages wissen wir aus der langen Geschichte der Frauenbewegung, es bewegt sich nichts, wenn die Männer nicht auch mitmachen. Also die Hand zu reichen, um die Allianzen zu verstärken, das wäre so das, was ich glaube, was der nächste Schritt ist, um diese Pluralität auch nicht mehr so verbittert gegeneinander zu diskutieren. So, ist interessant, was Sie sagen. Wir hatten vor im Rahmen der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur hatten wir letztens
ja, eine ähnliche Diskussion und haben uns aber darüber unterhalten, darüber, dass jüdische und muslimische Menschen sich sehr stark in dieser Opferrolle verbinden. Also diese Frage von, und das ist ja auch immer dieses große Buhlen, wer ist das größere Opfer, die Juden, die Muslime, wer hat es schlimmer hier in Deutschland, wer hat es schlimmer in Österreich. Gleichzeitig ist es auch sehr paradox, dass Sie sagten, dass vor allem Ostdeutsch oder generell die weiße Mehrheitsgesellschaft sich ja jetzt so aufführt, auch aus so einer Opferrolle heraus und sich quasi emanzipiert aus dieser vermeintlichen Opferrolle heraus. Und da hatten wir uns einfach überlegt, genau diese Frage von Allianzen, Solidarität, das sind mittlerweile sehr inflationär benutzte Wörter, aber ganz wichtige Wörter und oder Begriffe und Konzepte oder eigentlich Ansätze und Methoden, wie man das tatsächlich dann umsetzen kann. Denn wie wir wahrscheinlich auch alle wissen, innerhalb Gruppen und linken Gruppen, marginalisierten Gruppen und was auch immer, gibt es so viel Verfeindung und so viel alles andere als eine Offenheit für Pluralität auch und für Anerkennung, gegenseitige Anerkennung, was ja eigentlich die Grundlage einer Allianz sein sollte und dann die Schnittstellen herauszufinden. Und genau, das war eben diese Frage von, wenn wir wirklich diese Allianzen oder uns verbinden gegen, weil schlussendlich das die Dominanzgesellschaft ja lebt oder sich definiert über uns schlussendlich, über uns viele, wie man da tatsächlich auch Möglichkeiten nehmen kann und eben aus dieser Pattsituation, die auch innerhalb marginalisierten Gruppen steht, wie man da eben rauskommen kann. Und vielleicht, Frau Perko, Sie sind ja auch ganz stark oft am Theater und in der Kunst- und Kulturwelt aktiv. Wie würden Sie da diese Verbindung, also Verbindung, ja? Also ich würde vielleicht doch auch noch zunächst zu Ihrer Frage, wie ich die jüdisch-muslimische Leitkultur und die Veranstaltungen finde, etwas sagen. Also mir gefällt das sehr, sehr gut und ich denke, dass auch Max Czollek hier wirklich ein wunderbares Konzept gelungen ist, das ja auch im Hintergrund sein Konzept der Desintegration hat, also auch als eine Veränderungs- und Handlungsstrategie. Und auch da vielleicht nochmal diese Differenz, die für mich sehr wichtig ist oder die ich für wichtig halte, zu sagen, ob es realistisch ist, was umgesetzt wird, inwiefern wir tatsächlich eine Gesellschaft hin zu einer pluralen Demokratie bringen können oder ob das je eintritt, ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber sozusagen beharrlich zu bleiben und immer wieder auch kreativ zu bleiben und da anzusetzen, wo es wo es auch möglich ist, Bündnisse zu machen. Und ich denke, auch bei Max Czollek mit der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die Söldecherin hat das schon gesagt, es ist ironisch, es ist provokant und es ist wunderbar ironisch und wunderbar provokant. Und der Auftaktfilm hat das ja auch gezeigt, er meint das ja viel, viel breiter, nicht nur diese zwei Begriffe. Und das führt so zu dieser Frage auch noch mit den Bündnissen. Also ich muss ja auch sagen, ich habe zu Beginn gesagt, ich bin auch skeptisch. Ich hätte gerne mit allen Personen und Gruppen, die von Diskriminierung getroffen sind, sowie mit allen, die gegen jegliche Form von Diskriminierung eintreten, Bündnisse. Aber ich kann mit keiner Gruppe und mit keiner Person Bündnisse eingehen, die zum Beispiel antisemitisch sind. Und das finden wir ja doch, Antisemitismus doch auch als Kitt in vielen Bewegungen. Aber was ich mache und auch wir vom Institut Social Justice und Radical Diversity, und das führt vielleicht auch zu diesen jüdisch-muslimischen Leitkulturen, was wir machen, ist ganz vehement Vernetzungen, ganz vehement Bündnisse einzugehen mit Einzelpersonen und ganz vehement mit den verschiedensten Projekten, die es gibt. Also sowohl im Kontext der Wissenschaft als auch in sozialen Bereichen und auch ganz vehement so im künstlerischen, also in Kunstbereichen. Das heißt, mein Ansatzpunkt ist der zu sagen, bevor ich nur im Negativen verbleibe und sage, leider sind Bündnisse nicht möglich, möchte ich da ansetzen oder setze ich da an, wo es möglich ist. Und das kann was Großes sein, das kann auch im Kleinen sein, je nachdem, in welchen Kontexten wir
wir uns befinden. Und was ich wirklich, wirklich wunderbar finde, ist, ich komme ja eher von der Wissenschaft und gar nicht von der Kunstkultur, was ich aber auch wahrnehme und was mir sehr, sehr gut gefällt und ich sehr wichtig finde, ist, weil das auch eine Form von Bündnisse darstellt, ist diese Verquickung, diese Verbindung, also diese Kunst in allen verschiedensten Formen, ob das Theater oder was immer auch sein mag, essayistisches Schreiben, wo ich mich selber jetzt erprobt habe, was übrigens sehr viel Freude bereitet hat, und wissenschaftliche Kontexte und vielleicht auch praktisch politische, soziale Kontexte, wo es zahlreiche gibt, die wirklich auch sich für eine plurale, demokratische Gesellschaft einsetzen. Und ich bleibe beharrlich. Herzlichen Dank. Tausend Dank an Julia Alfandari, Gudrun Perko, Naika Furutan und Isolde Karim, dass ihr uns an eurem gemeinsamen Denken habt teilhaben lassen. Liebes Publikum, vielleicht fragen Sie sich schon seit Beginn dieser Sendung, warum das hier am 9. November stattfindet, immerhin der Tag, an dem sich Pogromnacht und Mauerfall überschneiden. Und die Antwort ist, weil wir glauben, dass das gemeinsame Befeiern und Betrauern der Vergangenheit nicht mehr ausreicht. Insbesondere im Jahr 2020, zu dem am 9. November die Gedenkveranstaltungen abgesagt werden und Nazis weiter marschieren dürfen. Die Lehre aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist nicht, dass es mehr nationale Einheit gegen Nationalsozialismus, mehr Sicherheitskameras und Polizeiautos vor Synagogen und neuerdings auch Moscheen braucht. Die Lehre aus der Geschichte ist nicht, dass es einer sichereren Gesellschaft bedarf, sondern einer anderen Gesellschaft. Dabei spielt die Kunst eine entscheidende Rolle. Schon heute wird an den Theatern und in der Literatur eine Gesellschaft gedacht, die postmigrantisch, pluralisiert und radikal vielfältig ist. Es sind die politischen Konzepte, die endlich hinterherkommen müssen. Und das wollen wir mit den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur unterstreichen, die also ganz und gar nicht zufällig am 9. November enden, dass diese Gesellschaft eine andere werden muss, damit sich Geschichte nicht wiederholt. Und dass diese Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten auch eine andere geworden ist und dass wir sie darum anders denken können. Und damit möchte ich darauf zurückkommen, wie dieser Salon begonnen hat, mit einer Danksagung. Als letztes bleibt mir nämlich noch, den KünstlerInnen für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken, für ihre Kreativität, ihren Witz, ihre Energie. Danke euch, ihr seid das Gegenmittel. Liebes Publikum, es könnte passieren, dass Sie sich in den kommenden Wochen einsam fühlen, dass auch Sie sich nach etwas mehr jüdisch-muslimischer, tscherkessisch-queerer, linksextrem intellektueller Leitkultur sehen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Kommen Sie einfach auf unserer Website vorbei, www.tdjml.org, und besichtigen Sie unser Archiv. Sie finden dort eine Reihe von Gegenmitteln gegen die Einsamkeit, die es mit der besten Apotheke aufnehmen können, garantiert mit Nebenwirkungen, aber nur gute. Und damit möchte ich mich verabschieden. Mit einer Aufnahme, die bei den Dreharbeiten für unseren Auftaktfilm Das beste Abendmahl entstanden sind. Am Klavier sitzt Marina Frenk, Gesang Murat Dekinci. Vielen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit. Danke, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns sicher bald wieder. Kommen Sie gut durch die Zeit. Baba. Ach, Leitkultur, du meine Leitkultur, jüdisch-muslimische Leitkultur. Leitkultur, du jüdisch-muslimische Leitkultur.